Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Together Minecraft, natürlich mit Sabrina. Hallo. Und wir haben wieder zwei Besucher. Wir haben den Marlon dabei und die Sophie. Sagt hallo. Sagt ihr hallo? Jetzt sagt hallo. Und Hi. die ignorieren uns hier komplett. Nee, wir Wir ignorieren euch machen uns nicht. hier Genau, voll zum Affen. Nicht wahr? genau. Wir ignorieren nur dich, Tamis. Alles gut. Okay, ja gut. Okay. Alles klar, damit kann ich leben. Ja, letzte Folge war ja etwas chaotisch bei uns, ne? Wir mussten uns erst wieder zurechtfinden. Es war, als wären wir noch nie auf dieser Welt, auf dieser Welt, genau. Dieser Welt Ja, das ist Sophie? eigentlich eine Welt gewesen. Ja? Kommen wir bis Aber hinten hindurch. was? Wir haben Kommen es wir bis hinten geschafft. hindurch. Ja. Die zwei, ich weiß nicht, was sie, also es ist so, ihr seht heute keinen, denn Marlon und Sophie sind im Loch verschwunden, ne? Die weiß nicht, was die beiden da Sind machen. Man möchte auch nicht alles wissen. Sie meinten Und Sabrina ist, ich glaube, bei den Villagern unterwegs. ich bin beim Feld und ernte gerade noch mal ein bisschen Weizen. Ah, okay. Ja, und ich hol Holz, damit wir endlich unser Haus fertig machen können. Ja. Ja, damit wir dann auch endlich mal ein Besucherzimmer haben für die zwei. Denn im Moment schlafen die alle bei mir und ich muss sagen, ich finde das sehr beängstigend. Aber wir kuscheln Ach schön was. zusammen. Sophie, wo bist du? Eigentlich. Ich bin hier. Ich Hallo. will doch so kurz. Ich dachte, das machen wir mal dort mal. Weil wir was von der Höhe sind hier. Auf Höhe Eigentlich 12. könnten wir das Ach so. Gästezimmer, das Vorläufige, erstmal in meinem Zimmer einrichten, weil ich eh immer in meiner Abstellkammer schlaf. Nee, das haben wir jetzt dann gleich, Okay, oder? Wir ja. trennen einfach mal zwei Zimmer ab für die zwei. Ja. Dann kann mir jeder sagen, was er für ein Bett haben will. Ich weiß, bei Marlon ist rot, bei Sophie bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher, ob sie gelb oder orange will, denn Sophie kriegt sie... zwei Farben. Ach so, ja gut, können wir auch. Sie kriegt einfach mal gelb und orange und dann kann sie Wunderschön. variieren beim Schlafen. Je Ja, das ist nachdem. wunderschön. Dann Ja, muss sehr schön. dann dauert es eine Minute, bis ich mich entschieden habe. Das ist doch schön. Einfach in die Richtung weitergraben. Hilfe! In die Richtung. Okay. Hilfe! Was ist Bist du los? Hilfe? Oh Gott. Ich bin einfach nur am Bäume fällen und mich. Warum greift mich die Spinne mitten am Tag an? Am besten auch die unteren auch wegmachen, weil dann siehst du, ob unten irgendwelche Diamanten sind. Und jetzt stecke ich in der Spinne im Spinnennetz fest. Ich glaube, Warte, ich ich werde komme dir nicht mehr. helfen. Ich suche dich mal. Wo bist du denn? Hier. Okay. Oh, Ja, danke. bist Ich du weiß gerade nicht, was da oben? passiert ist. Und schimpf nicht, der Baum ist noch nicht fertig Okay, gefällt. okay. Das, ja. Okay, ja, ich Hier hat beobachte. sie mich angegriffen. Nämlich. Sammel mal die Ist ganzen ein... Saplings auf, die hier rumliegen. Das ist aber lieb. Ja, Weil aber ich dachte, die greifen am Tag nicht an. es kommt aufs Lichtlevel eigentlich an. Ah. Weil zum Okay. Beispiel in der Höhle greifen sie ja auch an, weil da ein geringeres Lichtlevel herrscht. Ah, okay. Alles klar. So, die spawnt der jetzt oder habe ich da irgendwo was vergessen? Nee, ich glaube Hier. der. Ah! Dankeschön. Bitte. Gut, hier hängt er nicht mehr zusammen, müsste jetzt eigentlich, ne? Ja, müsste dann eigentlich respawnen. Okay. Okay, ich gehe mal hoch Ja. und ja. Richte uns mal Besucherzimmer ein. Sehr Das gut. ha Übrigens, das haben die Zuschauer ja auch noch nicht gesehen und wir haben das letzte Sophie? Folge ignoriert, ne? Unsere Ja. Treppen, die haben ja eigentlich noch gar nichts gesehen hier. Treppen. Oh, stimmt, die Wir Treppen. haben Warte kurz, bis das ich ausgerechnet alles, da seht euch mal das Haus bin. von außen an. Ja, die letzte Folge war wirklich chaotisch. Es tut uns sehr leid, ne? Dass ihr das einfach... Ihr musstet da durch, ne? Ja. Ja, den Kabelklotz, den müssen wir noch irgendwie verkleinern. Ja. Jede zwei Blöcke, also dass immer zwei Blöcke Abstand dazwischen sind, dann gräbt's nicht umsonst. Genau. Da geht's halt zu unserem Kellerraum, dass wir da Genau. schneller sind. Ja, aber sonst haben wir wirklich nichts gemacht.
Es ist eh eine Menge, ne? Alles ohne euch. Wir dachten, wir tun euch das nicht an. Das hat so lange gedauert, ich sag's euch. Ja. Oh. So. Dann richten wir jetzt schön das Zimmer ein. Stimmt. Ich komme mit. Du sagst mir, was ich machen soll, wie immer. Also, okay, warte, ich mache mal wieder mein Inventar ein, weil ich habe immer diesen Cinematic-Modus drin. Also ich würde sagen, wir ziehen das Zimmer vielleicht hier jeweils eine Wand, oder? So. Dann blockieren wir das Fenster nicht und dann hier. Okay. So. Und das sind dann die zwei Zimmer. Das ist doch erstmal ganz okay. Okay. Das sieht doch gut aus. Ja. Das heißt, wenn wir mal irgendwann noch einen weiteren Gast haben, könnten wir hier sogar in dem Eck noch ein Zimmer reinmachen. Ja, perfekt. Wer weiß, was da noch alles kommt. Ja. Und wer da noch alles kommt. Ja. Oh. Okay, ich hab... Wow, ich hab 6 Eisen gefunden. Das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Wir mögen Eisen. Ja. Vielleicht kommt auch mal ein Iguro. Weiß nicht, aber ob er jemals mitmachen will. Ich weiß. Sophie, ein was? Was redet ihr da? Das ist der Minecraft-Name von einem Freund von uns, den wir schon öfters mal versuchen zu überreden, mitzumachen, aber ja, ich weiß nicht, ob er das je will. Ja, wir werden sehen. Irgendwo hier sind Spinnen. Ja, gut. Ja, die Spinnen sind ganz gerade. Ich hab Dias. Ich hab Dias. Warte, ich hab eine Diamantspitzhacke mit Effizienz. Wo bist du? Ja, okay. Ich bin hier. Dort, wo die Treppe ist. Dann habe ich mich einfach in eine Wand gegraben. Ach, du bist wieder... Ja, ich bin wieder zurückgegangen. Okay. Warte, ich muss kurz ausleuchten, weil sonst spawnen hier Monster auf Kolust. Kolust? Nee, auf Monsterparty hier unten habe ich keine Lust. Ja, aber du bist doch der, der immer gegen 50.000 auf einmal kämpfen will. Ich weiß nicht noch warum, aber irgendwie habe ich immer... Irgendwie finde ich dauernd Dias. Auch das ist super. Super, das ist spitze. Aber ich finde nie Dias. Aber wo ich einmal ein Minecraft-Projekt hatte, habe ich natürlich nie bei Videos gefunden. Das war ja klar. Okay. Wir haben 2 Zimmer für euch. Ja. Okay. Warte mal, kann das Kohle-Tintenbeutel machen? Ja. Kann man aus Granit auch was machen? Nein. Aus Granit kann man glatten Granit machen. Und ja, ich meine etwas, was ihr dort... Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Wo ihr dort... Ja, ja. Ich glaube nicht, nee. Oh. Wie viel Dias waren es eigentlich? 5 Stück und ich habe Spinnen gefunden. Oh, Spinnenspawner. Eigentlich müssten wir es einführen, dass ihr in die Höhle immer ein portables Bett mitnehmt. Ja. Ein tragbares Bett, okay. Ja, hier ist ein Spinnenspawner. Nice. Glaube ich, weil hier so viele Spinnen sind. Dann müssten wir Maler noch ein Bett geben, weil dann kann er das rote immer hier lassen. Ja. Und ein anderes mitnehmen. Sophie hat ja schon 2. Die hat 2 Betten. Ja, da ist eins. Maler, was willst du noch für eine Farbe? Gelb, orange, braun? Warte, ich muss kurz mich mit Spinnen kloppen. Blau? Blau haben wir noch gar nicht, oder haben wir überhaupt blaue Farbe? Blau. Kann man andere Spiele angreifen? Nein, PvP ist aus. Okay. Ja, wir haben jetzt einen Spinnenspawner. Wer kann Spawner bauen? Spawner bauen? Du meinst eine Mobfarbe? Eine Falle? Ja. Kann ich mal machen, eine Idee. Aber das ist schwierig halt. Nee, wir haben jetzt einen Spinnenspawner. Sehr schön. Das ist nice. Und ich habe kein Schwert mehr, weil ich mein Schwert kaputt gehauen habe. Oh, das ist nicht so. Und ein OP-Goldapfel. Cool. Okay.
So einer, den man nicht mehr craften kann oder ein normaler? So ein verzauberter oder? Goldener. Nee, ein normaler. Ach nur. So, okay. Wo haben wir Wolle? Also hinten da, genau, du bist in der richtigen Reihe. Hier, die, wo gerade offen ist, die Truhe, die offen ist. Ah, da. Ah, okay. Weiße Wolle. Wie viel Farbe brauche ich für ein Bett, für eine Wolle? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich guck. Also du, um eine Wolle umzufärben, brauchst du eine Farbe eigentlich. Okay. Und... Oder waren's, oder musstest du alle, ich weiß nicht mehr genau, oder vielleicht musst du auch alle acht, also acht Wolle um eine Farbe, das bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also zum Beispiel bei Terrakotta weiß ich, da muss man acht von diesen normalen Keramik um eine Farbe legen und dann bekommt man halt farbigen Keramik oder wie der heißt. Und dann kann man ihn brennen und dann hat man diesen Glaze Terrakotta oder wie der heißt. Ja. Ich guck jetzt mal. Kannst du auch direkt das Schaf färben, wenn du das willst. Das darf ich nicht. Ja, aber das Problem ist, wenn wir halt hier nur bunte Schafe haben, dann bekommen wir keine weiße Wolle mehr, weil dann müssten wir die erst mit Knochenmehl umfärben, um wieder an weiße Wolle zu kommen. Stopp! Hier sind farbige Schafe, das ist im anderen Projekt, wo ich das nicht durfte. Stimmt, ja, stimmt. Oh. Oh Gott, wir kommen schon total durcheinander. Sorry, Leute. Oh Mann. Ist das peinlich? Was? Ja. Mann. Schon. Haben wir ein Pferd? Nee. Nee, also wir haben auch keinen Sattel oder Rüstung. Ich habe eine Rüstung gefunden. Im Inventar. Und ich habe einen Sattel gefunden. Oh, Creep. Aber, geht's dir gut? Hm? Ja, warum nicht? Wir sterben nicht genauso wie du immer direkt an Creepern. Ja, richtig. Warum riecht dich dir dein Zimmer ein? Wenn man stirbt, wenn ich fragen darf. Oh, Lava. Stirbt man, wenn man, wenn man stirbt, behält man sein Inventar oder ist das ausgestellt? Das ist dann weg, die Sachen aus dem Inventar. Jo. Das ist natürlich nicht so gut. Hast hier du noch wird Holz? Nichts einfach gemacht. Tamesis, hast du noch Holz? Ich habe noch ein bisschen, ja. Wert von B-Zombie. Ja. Für die Säule. Bist du denn? Oben, da wo es explodiert ist. Ich werde vom Baby-Zombie angegriffen. Und da hinten ist nicht viel. Ich werde von Spinnen gejagt. Ah, und hier von Lava. Ein Spinnenreiter, guck mal. Soll ich ihn wegmachen? Selten, aber eigentlich kann man die ja nicht so... Sabrina, was geht bei dir ab? Was ist denn? Ich habe nur noch drei Herzen. Warum kämpfst du gegen so viele? Was? Seid ihr verrückt geworden? Was ist denn los? Was ist denn los? Ja. Habt ihr meine Sachen eingesammelt? Die liegen hier, soll ich sie aufsammeln, oder? Warte, ich komme. Ich komme. Warte, werfe ich die ich aufgesammelt hatte, versehentlich wieder raus. Ja, ich glaube, das war... Oh Gott. Ich war von der Höhle weggegangen bin. Hier ist auch noch ein Geschmack. Ja, deswegen meinte ich das Holz. Brauche ich nicht hier herstellen. Könnte mir jemand gleich einen Gefallen tun? Welch? Hier. Ich habe eben mein Schwert an den Spinnen kaputt gehauen. Hi. Ja, Vorsicht, Tamesis, da kommt ein Zombie, der dich schlägt. Jetzt reicht's aber hier. Ich hab getroppt. Oh. Diese Stämme da. Hinter dir. Hast du nicht? Oh! Okay, egal, dann mache ich erstmal das Glas zu. Ups, die habe ich alle, draußen. Jetzt gehen wir erstmal schlafen, das ist ja... ja. Oh. Ach so, Marlon ist ja nicht da. Ja, geht ja gar nicht. Wieder was explodiert. Tut mir leid. Och nein. Sophie? Ja? Sie richten das bitte wieder. Ja, mach ich, sobald... Okay. Ich bin gerade dabei, wieder zu sterben.
Dann geh weg von dort. Geh einfach hoch, geh einfach ins Haus genau, rein. Genau, komm ins Haus. Auch dein Loch. Einfach hoch. Ja, okay. Glas, wir haben, natürlich haben wir noch Glas, sehr gut. Gott. Wo habt ihr denn jetzt dieses Gäste-CA? Ah, nein, das ist Sabrina. Wo habt ihr das denn hingemacht? Was? Ganz oben. Komm mit, hoch. Ach so, da oben. Ja, wir brauchen jetzt nur noch Schilder. Genau, das bist du. Wollt ihr gerade mal schlafen gehen? Ja, ich lieg schon im Bett. Was soll ich nehmen? Sophie, entscheide die Preise. Aber ich kann nicht, weil hier Monster sind bei mir. Also bei mir geht's. Warte mal, ich komm zu dir. Dann geh du mal schnell ins Gästezimmer. Ja, geh ich jetzt auch. So, gut, dass wir so viele Betten haben. Und damit verabschieden wir uns bei euch. Ich hoffe, euch hat die Falle Falle war es auch. Und wir wünschen euch einen traumhaften Tag. Schaut bei Sabrina und bei Sophie vorbei. Ich verlinke euch die beiden. Oh. Und dann sagen wir einfach nur noch Tschüss. Tschüss.